Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Garagenplausch von Motorrad.de. Der eine oder andere wird sicherlich schon mitbekommen haben, seit Ende Januar steht eine Honda CRF 1000L Africa Twin in meiner Garage. Aber die soll heute hier nicht das Thema sein, denn die beiden alten Damen, die Honda 750 und die DR650, sollen natürlich nicht zu kurz kommen. Schließlich werden beide dieses Jahr 25 Jahre alt. Daher soll es heute ein bisschen an der 750 losgehen. Ich bin ja das letzte Mal mit ihr im August 2016 gefahren und nach meinem Fahrradunfall im September stand sie sehr lange vor der Tür und Johnny hat sie dankbarerweise in die Garage gebracht und seitdem habe ich sie leider nicht mehr bewegt. Die Batterie ist nun alle und daher muss die mal ausgebaut werden und geladen werden. Was brauchen wir dazu? 10er Nuss und einen Kreuzblattschraubenzieher. Also frisch ans Werk. Nehmen wir mal die Sitzbank ab und entfernen den Seitendeckel. Schön auf die Nasen aufpassen, damit ihr mal die klassischen Bruchstellen. Hier hinten sieht man schon, das Alter hat schon ihr Übriges getan. Und dann können wir schon loslegen. Zunächst nehmen wir mal den Minuspol ab von der Batterie. Schön auf die Schrauben aufpassen, dass sie nicht irgendwo wegkullern. So, haben wir das schon erledigt. Dann kann der Pluspol ab. Und dann wird einfach die Halterung gelöst, damit wir die Batterie rausnehmen können. Gibt zwei Möglichkeiten, ganz abschrauben oder einfach wegdrehen, je nachdem, was leichter ist. Auch den Entlüftungsschlauch geht meistens ganz von alleine ab und schon hat man die Batterie in der Hand. Das war's auch schon. Wenn die Batterie geladen ist, dann ist die 750 erstmal wieder fahrbereit. Trotzdem gibt es zwei, drei Dinge, die ich noch machen werde. Zum einen hat sich vor 2 Jahren mit dem TÜV herausgestellt, dass die hinteren Federbeine leicht undicht sind. Da habe ich mir auch schon ein paar neue besorgt, die ich dann einbauen werde. Die sehen oft deutlich besser aus als die alten. Und im Norwegen-Urlaub kam es ja aufgrund des starken Regens dazu, dass mein Motorrad einsackte und umkippte. Das hatte halt zur Folge, dass unter anderem auch der linke Spiegel darunter litt. Und mittlerweile habe ich mir eben einen neuen Spiegel bzw. einen neuen Gebrauchten besorgt, der eben nicht so eine hässliche Delle hat. Das wird dann auch noch ausgetauscht und ja, dann noch mal mit einem feuchten Lappen kurz drüber und dann sieht sie für ihre 25 Jahre eigentlich ganz gut aus. So, das soll es fürs erste Mal gewesen sein. Beim nächsten Mal werde ich noch ein bisschen ausführlicher auf unsere Spezialwerkzeuge und Hilfsmittel eingehen, unter anderem zum Beispiel unser selbstgebautes Luftpolster Einstelldingens für die Vordergabel und andere lustige Dinge, die wir eben hier in der Garage für Wartungsarbeiten nutzen. Also dann bis zum nächsten Mal.